Herzlich willkommen, euren Freunde. Heute geht es in den Turm der zwei Fäuste. Hallo, Lynn. Der Meister hat mir schon Bescheid gegeben. Das ist der Turm des Unlichts. Er dient allein dem Training deines Dakuma. Solange es nicht das einzige Pokémon in deinem Team ist, kann ich dir keinen Zutritt geben. Oh. Oh Gott, dann müssen wir das doch leveln, oder was? Okay. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Heißt, alle müssen weg. Tschüss, mein liebes Wailord. Du warst cool. Aber Dakuma muss ich jetzt erstmal trainieren, glaube ich. Ach komm, ich gebe ihnen einfach ein EP-Dingsi-Bums. EP. So. Nee, das glaube ich nicht. Hier. Oh, hier haben wir doch was Schönes. Einsetzen hier, bitteschön. Oh wow, das war ja richtig klein. Wie viel bringt... Es bringt ja auch nichts. Was sind denn meine... Meine EP-Bomben? Wo ist das E? Hier irgendwo. Okay, eine XL. Ja, mach mal. Oh. Ja, Eisenschädel. Kannst du machen. Dann nehmen wir aber Ausdauer weg. Auf welches Level müssen wir das denn kriegen? Wuchtschlag ist auch super. 100, aber nur 50. Nur 50. Nee, will ich nicht. Ah, 39. Komm, machen wir es einfach auf 100. Nein. Nahkampf auf jeden Fall. Da können wir Durchbruch jetzt wegmachen. Power Punch ist auch ganz cool. Dann machen wir Kopfnuss weg. So, cool. Okay, sehr schön. Dann hätten wir das schon mal gemacht. Dann speichere ich mal hier eben. Ich finde schade, dass die Pokémon dann nicht im Pokédex angezeigt werden. Hat Dakuma mindestens Level 70 erreicht, sollte es das Training problemlos... Oh wow. Toll. Ja. Danke. Super. Mein kleines Ding ist jetzt viel zu overpowered, Leute. Es tut mir leid. Ach, hier kommen jetzt endlich Trainerkämpfe, oder was? Wow. Oh, hätte ich das gewusst, Leute. Hätte ich mein Pokémon nur auf 80 oder 70 gemacht. Ja, hallo. Oh, Zorua. Okay. Du schaffst das, Dakuma. Aeroass. Alter, wieso darf ich denn so früh angreifen? Das ist ja hier nicht erlaubt, ey. Angriff. So, weg mit dir. Och man, das ist jetzt ein bisschen langweilig, ne? Es tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich wahnsinnig nicht leid. Oh wow, das war schon. Das ist ja eh... dann tut es mir wahrscheinlich nicht leid. Als ob die jetzt alle nur ein Pokémon haben. Bitte nicht. Bin ich ja läppisch hier. Ja, zeig mir mal die Dunkelheit in dir. So, fordere mich mal raus hier. Ein Ziroklex. Dann machen wir einen Nahkampf. Bam, 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 weg mit dir. Ich wusste nicht, dass ich jetzt kämpfen muss, sonst hätte ich echt anders entschieden. Schade, Schokolade. Ach Gott, wie viele Ebenen sind das denn jetzt? 100 oder was? Also von außen sieht es aus wie 7 Ebenen. Ich bin gespannt. Ich denke euer 6. Oder wie so eine Art Liga, dann sind es 4 und 5. Also 5. Iskala. Naja, das schaffen wir auch problemlos.
Genau, mach mal Nahkampf hier. Oh. Was ist das dann eigentlich schon mit der Story hier? Also dann habe ich, glaube ich, insgesamt 6 Stunden in den DLC verbracht. Würde ich, glaube ich, sagen. 6 Stunden, ist das gut für 19,99 €? Weiß nicht, es kommt auch noch die neue Liga. Die Doppelkampfliga, da freue ich mich ja am meisten drauf. Das könnte vielleicht auch noch mal was, eine Stunde gut Spaß machen. Und dann war es das tatsächlich schon wieder hier mit Pokémon für mich, glaube ich. Denn alle Pokémon, also ich müsste die jetzt nur noch alle ausbrüten und dann entwickeln, dann müsste ich eigentlich relativ alle haben. Shellrox fehlt mir noch. Das muss ich mir noch irgendwie tauschen und Simsala. Simsala. Aber ich möchte die von dieser Region haben und ich weiß, Simsala kann man aus Raids bekommen und Shellrox auch. Deswegen, da muss ich da ein bisschen noch aktiv werden. Die meisten haben wir tatsächlich schon. So, das waren jetzt 4. Ist jetzt der Meister hier? Ja, war ja klar. War ja klar. Wow. Da bist du ja endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Unlichts wählen würdest, daher kam ich gleich her. Hut ab, Lin und Dakuma, ihr habt saubere Arbeit geleistet. Kuma, doch euch steht noch ein abschließender Kampf bevor, und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinen Gegner mal nicht mit Samthandschuhen anfassen, also zieh dich warm an. Fisch-Pokémon meiden einen allzu klaren Fluss, der nicht den Schutz der Dunkelheit bietet. Ich werde dir zeigen, was wirklich hinter den geheimen Künsten des Unlichts steckt. Okay. Hat er jetzt Fische? Unlichtfische? Relikant oder so? Wie? Wir kämpfen gegen ihn? What the fuck? Wie sieht der denn jetzt aus? Hat auch einen Dakuma, okay. Schön. Sehr, sehr schön. Gegen dich bleibt mir nichts anderes übrig, als ernsthaft ernst zu machen. Gut, schärfe deine Sinne und nutze den Kampf, um dich weiterzuentwickeln. Alter, der sieht aus. Mach Aeroas. Flugattacke sehr effektiv. Sieh zu und staune, Lin, das ist das wahre Potenzial von Dakumas Fäusten. Aeroas, ja, habe ich ja auch gemacht. Hier, Aeroas, bitte nochmal. So. Krieg ich Geld? Hahaha. Das sieht echt lustig aus. Einfach überwältigend, wie schnell die Jugend, die jungen Leute sich weiterentwickeln. 14.000, nice. Danke für das Geld, das kann ich gut gebrauchen. Unglaublich. Ihr zwei seid wahrhaftig ein faszinierendes Team. Ah, ah. Ha, 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 ha. Ich mach dich fertig. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Yeah. Oho, wusste ich's doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Lin. Prächtig, prächtig, wenn ich sehe, wie toll du Dakuma trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mein damals bester Schüler auch an diesem Training versucht. Sein Name war Delion. Leider hat ihm sein miserabler Orientierungssinn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat es nicht einmal bis zum Turm geschafft. Hohoho, so jetzt ist es aber Zeit für Dakumas Entwicklung. Zeig ihm doch bitte mal die Schriftrolle des Unlichts. Okay. Oh, bist du bereit, Dakuma? Was steht da drauf? Unlicht? Möchtest du Dakuma die Schriftrolle des Unlichts zeigen und bei ihm die Entwicklung auslösen? Ja. Cool. Dakuma. Cool.
Kuma. Oh, Nanu, Dakuma entwickelt sich. Sieht interessant aus. Es ist darauf spezialisiert, Gegner mit nur einem Treffer zu bezwingen, indem es sie schlagartig anfällt und einen fokussierten Hieb austeilt. Finsterer Treffer. Finsterer Treffer, das hört sich cool an. Müssen wir gleich mal ausprobieren bei einem Pokémon. Das ist natürlich eine Unlichtsattacke mit 8. Ich glaube, ich muss das. Ich mache Power Punch erstmal weg. Siehe und staune, vor dir steht Wulaosu in seiner vollen Pracht. Eine unbeugsame Rüstung, an der selbst die härteste Klinge entzweibricht. Der fokussierte Stil des Unlichts in seiner vollendeten Form. Kaum zu glauben, dass er sich als kleiner Racker immer ängstlich hinter mir versteckt hat. Was für eine Veränderung. Egal wie viele Jahre man schon auf dem Buckel hat, es ist doch immer etwas Bewegendes, jemandes Entwicklung so nah mit zu verfolgen. Vielen Dank, Lin und Wulaosu. Wulaosu. Huch, da hätte ich doch um ein Haar etwas Wichtiges vergessen. Hier für dich, das überreiche ich nur denen, die gegen mich gegen mein wahres Ich gekämpft haben. Oh, eine Meisterkarte, okay. Eine Ligakarte. Okay, so, es wird Zeit, zum Dojo zurückzukehren. An ihrem Talent gibt es nicht zu rütteln, denn dann ist es wohl so langsam an der Zeit. Ah, oh, bekomme ich sein Dojo? Das wäre natürlich cool, wenn ich jetzt sein Dojo bekommen würde. Was haltet ihr davon? Ich würde sagen, ja, das habe ich mir verdient, ne? Daku, wo oder so. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Hallo Leute! Oh nein, nicht der Klassenclown. Hey Lin, willkommen zurück. Du scheinst bei deinem Training hier im Dojo ja richtig ranzuklotzen. Was machst du denn hier, Hop? Hey, diese Reaktion gefällt mir, so kenne ich dich. Ich bin wegen Nachforschung zum Dynamax-Phänomen für eine Weile auf der Rüstungsinsel. Hohoho, ihr zwei seid also befreundet? Nee. Dieser quirlige junge Mann hat mich gerade gefragt, ob er auf der Rüstungsinsel campen darf. Was ich natürlich prompt abgelehnt habe. Warum sollte er draußen campen müssen, wenn er auch hier im Dojo übernachten kann? Das wäre mir natürlich eine große Hilfe, aber ich will niemanden Umstände machen. Bei uns im Master Dojo ist jedermann jederzeit willkommen. Und als Selions dein Bruder gehörst du sowieso quasi zur Familie. Stimmt, als er jünger war, hat Selion in diesem Dojo trainiert. Gut, sie haben es so gewollt, dann werde ich doch eine Weile hier bleiben, Meister Maastricht. Jawohl, ja. Das sind doch mal dufte Neuigkeiten. Je mehr hier los ist, desto lustiger wird es. Übrigens, Lin, ich wollte dir noch etwas zu Dakuma oder eher zu seiner Entwicklung Wulaosu erzählen. In diesem Pokémon schlummert das Potenzial zu Geiger. Bei deiner Pizzen rollen sie ihm allerdings vor Ekel die Zähne auf, deswegen ist es keine deiner Suppe. Aber wenn man der Suppe ein gewisses Etwas hinzufügt, das man hier auf der Rüstungsinsel finden kann, ändert sich das. Dieses Etwas ist... Was ist es? Es ist... Schluck. Ich hab's vergessen. Was? Das gibt's doch nicht. Das macht ja sogar noch mehr Spaß als bei Delion. Dieses Etwas, das Wulaosu die Dynasuppe schmackhaft machen würde, hat etwas mit einem bestimmten Pokémon zu tun. Wo Hopp schon mal da ist, könnt ihr euch ja zu zweit Gedanken machen und danach suchen. Also dann haut rein, aber nicht zu doll. Okay. Läuft das denn hier immer so ab? Ich weiß zwar nicht ganz, worum es hier eigentlich geht, aber ich bin jetzt auch neugierig auf dieses Etwas. Übrigens habe ich in einem Buch mal was über Wulaosu gelesen. Sie gehören der Kategorie Kung Fu an und leben in den Bergen einer weit entfernten Region. Gut zu wissen, Hopp. Ach, das war eben hängen geblieben. Ich beschäftige mich in letzter Zeit besonders mit Pokémon aus anderen Ländern. Jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, mögen Wulaosu zähflüssigen Honig. Lin, ich hab's! Honig gibt es nicht ohne Pflanzen. Ich werde dir helfen, schließlich hat das auch mit deiner Dynamax. Du musst machen wir ein Wettrennen zum Wald hinterm Sumpfgebiet. Der letzte ist ein Lamus. Uah.
Okay, dann holen wir uns den Honig, Leute. Muss ich meinen Pokémon irgendwie... Nee, muss ich nicht. Gut. Dann holen wir halt das. Den Honig. Irgendwo da muss dann Honig sein. Ein Glück ist das nicht allzu weit weg. Ne? Ja. Bisefong. Baum ignoriere ich jetzt mal. Oh, da war ein Morlord. Ups. Es geht los, Wulauso. Kampf mit Finstertreffer. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Okay. Bam. Okay. Ist in Ordnung. Was haltet ihr eigentlich von so einer Doppelattacke? Also als neue Generation, dass das Attacken Doppeltyp machen, weil das hätte jetzt eigentlich Unlichtkampftyp sein können, finde ich. Zum Beispiel. So, hallo. Ne, sowas wäre eigentlich auch noch cool. Da bist du ja endlich, Lin. Anders als im Wirrscheinwald ist es hier total schwül. Ich bin schon völlig verschwitzt. Sonja und ich haben uns die Arbeit aufgeteilt. Sie stellt gerade Nachforschungen so in einem kalten Schneegebiet an. Ich wünschte, ich könnte ihr was von dieser Hitze abgeben. Beim Warten auf dich habe ich übrigens den Focus Force etwas unter die Lupe genommen. Wie es scheint, leben hier Dressella und Knapfe. Vielleicht geben sie uns ja was von dem Nektar aus ihren Blüten und Früchten ab. Und vielleicht bekommen wir so den Honig, den Blüsel mag. Okay. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass es hier jetzt gerade Sand gibt. Lil. Lil? Achso, es geht um das Pokémon, okay. Ah, ein Lilminip. Wenn sich Lilminip entwickeln, werden sie zu Dressella und die suchen wir. Minip. Hm, irgendwas stimmt nicht mit diesem Lilminip, oder? Es sieht traurig aus, jetzt wo du sagst, es ist noch klein, vielleicht wurde es ja von seinen Eltern getrennt. Oh, es kommt zu uns. Boah, suchst du etwa wirklich an seinen Eltern? Na toll, jetzt scheint es nicht mehr von meiner Seite weichen zu wollen. Wir müssen ihm helfen, Lin. Beziehungsweise du musst uns helfen. Bitte finde Lilims Eltern, wenn du einen Dressella siehst, bring es am besten her. Ich kann dir leider nicht bei der Suche helfen, Lilim ist anhänglich, dass ich Angst hätte, unterwegs versehentlich auf das drauf zu treten. Okay. Suche mal nach Dressella. Muss ich es fangen oder was? Oder ist es egal? Ich habe ja eigentlich einen Dressella. Wir gucken mal eben, ob das klappt. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es nicht klappt. Aber ein Versuch ist es tatsächlich wert. Und zwar ein lustiger Versuch, finde ich. So, Dressella, dann komm mal mit hier. Oh? Dressella, ich hab dich. Ich hab dich gefunden. Dressella, komm mal. Komm mal hier, dein Kleines ist hier. So, Lille. Dressella, kannst du leicht an der großen Blüte... Okay, hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Schade. Okay, so geht's. Ist zumindest nicht. Wäre lustig gewesen. Wäre echt lustig gewesen. So, Dresselchen, wo bist denn du? Ich meine, der Wald ist groß. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nur rechts herum. Aber bis jetzt. Da haben wir einen Dingsybums. Cool. Cool, dass es den hier gibt. Hier ist ein Tragosso. Hier hinten ist nichts. Ja. Wo ist es denn? Als ob es so weit weg ist. Da haben wir einen Dressella. Ist es das? Dress. Du. Dress. Muss ich es jetzt fangen? Sella? Wir haben ein Limit gefunden. Okay, dann. Komm mit, Dressella. Oh, es ist zumindest schneller. Das ist natürlich sehr schön.
Lilililil. Bäb. Komm mit, Rasseli. Super. Ich finde schön, dass du so schnell hinterher kommst. In Minecraft würde das jetzt wahrscheinlich Jahre dauern. Die Minecraft. Bist du noch hinter mir? Ja, ne? Ja, bist du. Super. Da. Ja. Oh Gott. Wurden wir getrennt? Ne, hier ist sie doch. Lilly. Hallo, ich will mit Hoppy reden. Danke. Ah, Lynn, du hast Rosella dabei. Oh, sie freuen sich im Sandsturm. Lynn. Hehe, die beiden sehen sehr glücklich darüber aus, sich wiedergefunden zu haben. Dress, will sich etwa bei dir bedanken? Sella. Oh, ist das Nektar aus Dressellas Blüte? Dressella, Dressella, li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 l
Dann gehen wir mal wieder hierher. Gehen hier weiter. Ah, da ist ein Knopf. Ah, ein Knöpfel. Knack, 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 knack. Oh, schnell weg hier. Ey, Knöpfel, warte. Komisch, es ist wie vom Erdboden verschluckt. Dabei bin ich mir sicher, es ist in dieser Richtung davon gekullert. Suchen wir das Knöpfel denn. Wahrscheinlich im Baum, oder? Ja. Kna. Knöpfe, Knöpfe. Lauf da hinterher. Oh mein Gott. Aber kein. Das ist bestimmt Knöpfelsnack. Der ist zwar abgehauen, aber wir haben trotzdem was wir wollten. Okay. Schleck. Oh, ekelhaft. Oh mein Gott. Ja, ja, komm, laber kein Kack. Toxi. Ah, ein Toxi-Pad. Die bekommt man nur selten zu Gesicht. Sie sehen zwar niedlich aus, sind aber gefährlich. Oh, jetzt weiß ich, wo mein Denkfehler lag. Pflanzen produzieren Nektar, keinen Honig. Honig entsteht erst, wenn der Nektar im Körper eines Pokémons umgewandelt wird. So wird der dünnflüssige Nektar zu zähem Nektar. Ja, das muss sein. Und wir wissen ja, welche Pokémon Blütennektar sammeln und aufbewahren. Bienenstock-Pokémon? Antworten also hornweise. Hast du schon mal eins gesehen, Lynn? Ich habe selbst eins. Wir sind hier auf der Rüstungsinsel. Lass mal überlegen. Oh. Sie müssen auf der sechseckigen Insel in der Nähe des blauen Turms leben. Nichts wie hin. Auf geht's. Oh, Junge. Mann. Lasst mich endlich frei. Oh. Sechseckige Insel ist wahrscheinlich da hinten. Oder das hier. Die Wabeninsel. Dann fliegen wir dahin. Och, Junge, ey. Dieses Spiel. Das erinnert mich jetzt ein bisschen wie an die Hauptstory, ja? Und nach der Hauptstory dann noch 10, 2 Stunden dahinter Leuten herjagen muss, ja? Oh. Schrecklich, ey. Da hinten. So, Tohaidos, bitte lasst mich in Ruhe. Das ist ein Pokéball. Schnapp ich mir noch. So, oh. Fast zu weit. Ja, ja, lass mich mal hier. Drachenhaut, cool. Sternstück. Haben wir hier Sternstück. So, wir warten mal eben, bis Tohaido weg ist. So, dankeschön. Hui. Ach, da ist noch eins. Und das müssen wir aber trotzdem schaffen. Oh, das ist ein Walmer. Hi, Walmer. So. Und zack. Partybees. Da ist Hoppy-Dingsy. Wir holen uns aber erst den Pokéball. Pillenknödel. Alles klar. Hi. Ah, da bist du ja, Lynn. Weitere gibt es hier ja jede Menge zu. Zähflüssigen Honig haben wir. Haben aber nur hornweise. Und von denen fehlt leider jede Spur. Der Energiequelle, der direkt über dem Sania gelegen hat, schlägt aus. Er reagiert auf den Baum hier. An diesem Baum ist irgendwas seltsam. Den sollten wir uns mal näher ansehen. Oh, als ob. Jetzt ein starker, süßer Düfter. Möchtest du mal? Ja, mach mal. Viel Spaß, den Baum zu schütteln. Als ob. Was ist das? Honwei, wei, wei. Ein Dynawelt. Honweisel.
Okay. Wo bin ich? Hanweise! Okay, wulala, so, du schaffst das. So. Dann Dynamax und Düse. Komm her! Das Problem ist, der ist Käfer, ne? Mein Pokémon hat auf jeden Fall einen Nachteil. Eigentlich haben wir noch eine Flugattacke. Eigentlich habe ich Aeoras behalten, ey. Oh, ist er schneller? Ne, ich bin schneller. Super. Sehr effektiv, ich weiß. Deiner Düse. Oh, er macht auch Flugattacke. Oh, oh, das könnte weh tun. Oh, das tut auch weh. Das tut auch weh. Oh, macht aber kein Dingsi. Okay, cool. Kein Schild. Das ist nur fair, Leute. Das ist nur fair. Das Problem ist, ich glaube, ich kann das nicht überleben. Ich glaube, ich muss gleich einen Tank nehmen. Denn er hier wird mich gleich auf jeden Fall haben. Ich werde ihn, glaube ich, nicht haben. Ne, ich werde ihn nicht haben. Beute. Top-Trank. Ich weiß, eine Attacke ist jetzt leider weg. Aber es ist jetzt halt so. Gegenschlag. Oh, Gegenschlag. Okay, super. Das ist natürlich sehr gut. Problem ist, wir sind jetzt klein und machen noch weniger Schaden als vorhin schon. Haha, 80, 80, 60. Aber Aeoras, komm, wir machen Aeoras. Ist nicht schlimm, wenn es nicht allzu aussieht. Okay, wir brauchen nur zwei Attacken maximal. Oh Gott, jetzt hat es ein Schild oder was? Nee, hat nicht. Okay. Gegenschlag, okay. Aeroas. Super, gut gemacht. Dingsy Boomsy. Dessen Namen ich nicht weiß. Nicht mehr weiß, sagen wir es so. Durch den heftigen Kampf ist ein seltsamer Honigwabe zu Boden gefallen. Deiner Honig, okay. Ja. Och man, ey, du nervst mich sowas von. Der nervigste Charakter im ganzen Spiel, ey. Wirklich. So, kann ich jetzt endlich nach Hause. Karte. Ja, ich kann nach Hause zum Dojo. Endlich. Wird auch Zeit, ey. So, rein mit mir. Da wird doch das Voll in der Pfanne verrückt. Ihr seid schon wieder zurück? Schnupper, ah, oh, das ist aber ein süßer Duft. Hehe, sie haben eine gute Nase. Unsere Suche nach dem Deiner-Honig und dem Voloso so lieb war erfolgreich. Na sowas, das ging ja ratzfatz. Wenn wir zwei zusammenarbeiten, ist keine Herausforderung zu groß. Verstehe, hehe, aber dass ihr wirklich ohne große Hinweise auf den Deiner-Honig gekommen seid und ihn ausfindig gemacht habt. Starke Leistung, Lin und Top. Sie hatten also doch nicht vergessen, worum es sich bei diesem etwas handelt. Wie? Mit etwas deiner Honig in der deiner Suppe wird sie sicher auch Valöse schmecken. Lalalala. Lin, du hast nun so ziemlich alles erlernt, was wir dir im Master Dojo beibringen können. Mit anderen Worten, du bist jetzt so weit, dass ich dir mit voller Kraft entgegentreten kann. Jetzt ist es doch tatsächlich nötig, dass auch ich mal ein bisschen trainiere. Sobald du bereit bist, es mit mir aufzunehmen, komm zum Kampfplatz hinter dem Dojo. Doch sei gewarnt, diesmal werde ich ernsthaft ernst machen. Okay. Ich muss mal hier meine Knochen recken. Ich frage mich, wie stark der Meister ist, wenn er ernsthaft ernst macht.
Er ist der Meister meines Bruders, das heißt, er ist bestimmt mega stark. Natürlich ist er das. Also pass auf und nimm diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter. Und ich muss jetzt mal ernsthaft mit meinen Nachforschungen anfangen, wegen denen ich nachher gekommen bin. Viel Erfolg, Lim. Gib alles. Ich bin weg. Ah ne, er guckt sich den Kampf doch an. Okay. Was mit der Deiner-Suppe? Können wir die jetzt essen? Ja, bitte. Valuso. In Ordnung. So, ich trinke mir mal eben was. Denn. Oh, ich habe fast gar nichts mehr. So. Denn ich glaube, der. War es das schon? Oh, das war es, glaube ich, schon. Wow. Ich dachte, da kommt jetzt eine Animation oder sowas. Nee, okay. Ich glaube, wir holen uns aber noch andere Pokémon dazu. Drasella dich jetzt nicht so unbedingt. Tun mal. So, sicherheitshalber tun wir auf jeden Fall Libellra mit. So, Seedra King haben wir hier gefangen. Oh, Quaxo ist auch cool. Knogger ist erst 30, wow. Max sag's nicht. Quaxo nehmen wir mit. Nehmen wir auch noch Kakelo mit. Der sich vielleicht entwickelt. Wer weiß, wer weiß. Simon müssten wir haben, oder? Ja, Simon haben wir. Scapisto können wir auch mitnehmen. Der könnte sich nämlich auch entwickeln. Boah. Nehmen wir die mit. Mit Quaxo würde ich ganz gern anfangen. Möchte sehen, was er kann. Wir speichern mal. So, dödödüm, und gehen mal zu ihm. Ich hoffe, der labert jetzt nicht noch so viel. Na, bist du bereit, gegen mich zu kämpfen? Ja. Hey, das wollte ich hören. Dann begeben wir uns mal zum Schauplatz des Kampfes. Weißt du, was mir in letzter Zeit durch den Kopf gegangen ist, selbst wenn es nur durch ein Missverständnis zustande gekommen ist? Ich bin heilfroh, dass es dich zu uns ins Dojo verschlagen hat. Ein dickes, fettes Schankedön an dich. Ich habe mich lange nicht so lebendig gefühlt. Kämpfe gegen starke Gegner wie dich halten einen jung. Nicht, dass ich alt wäre, aber es kann nicht schaden. Ho, ho. Verkleidest du dich wieder? Da wollen wir mal. Möge die größte Gaudi aller Zeiten beginnen. Haha, da bin ich wieder. Dojo Meister Maastricht entwickelt sich zu Dojo Ultrameister. Wie Schuh. Quaxo, komm raus! Und deiner habe ich bereit. Im Angesicht einer starken Gegnerin wie dir. Der Zeitpunkt ist gekommen. Zeig mir, was du Training aus dem Team gemacht hast. Alter, das ging viel zu schnell, aber ist in Ordnung. Akna, Knarre. Mogelhieb, au, 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 au. Du hast ja nur Kackattacken, Quaxi. Naja, egal. Nahkampf. Oh, das könnte mir schon alles gegeben. Ja. Nahkampf ist immer ultra gut. Aber die Verteidigung sinkt jetzt von ihm. Okay. Wir nehmen dich. Seedra King. Welch Level? Ach, 73 ist er sogar. Oh. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay, dann RIP all Pokémon wahrscheinlich. Aber Hydro-Pumpe kommt noch. Nein, oh, super Seedra King. Wow. Einfach 12 Level über dir weggeklatscht. Das war echt eine starke Leistung, wirklich. Weiterkämpfen, Seedra King. Kranidas, oh. Das will ich ja immer noch in Shiny haben. Oder habe ich das mittlerweile in Shiny? Ich weiß es gerade gar nicht. Aura Sphäre, okay. Aua.
Okay, dann. Oh Gott, das ist. Das ist ja schon verletzt. Wow. Wow. Echt wow. So, Libella, dann mach du das bitte. Ich will die anderen Pokémon nicht verlieren. Weil die sollen sich vielleicht entwickeln. Erdbeben, bitte. Supi, Libella. Ah, macht das eine Schuppenrasseln? Oh, das könnte eine Drachenattacke sein. Ist es auch. Oh mein Gott. Ein klitzekleiner Moment der Unachtsamkeit kann fatal sein. So wie diesen Fall jetzt. Nee, deine Verteidigung sinkt. Du bist weg. Und weg mit dir. Ah. Luxtra. Oh, Luxtra ist auch gut. Ja, gegen das kann es nämlich auch nichts machen. Wo Angriff sinkt. Aber es müsste, glaube ich, für Erdbeben reichen. Schauen mal. Ja, reicht. Super. Ah, die Grundlagen hast du offenbar gemeistert, aber zum Siegen gehört noch mehr. Na, ja, sehen wir ja dann. Gut, Krakelo entwickelt sich leider schon mal sehr gut. Volvarok, okay, können wir auch weiterkämpfen. Ist, glaube ich, Boden, Gestein oder so ähnlich. Deswegen nehmen wir nochmal Erdbeben. Oh, Tarnsteine. Au, 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 das könnte gleich wehtun für Wauso-Dings. Erdbeben. Weg mit dir. Super, Scampisto entwickelt sich gleich auch sehr gut. Kramor. Oh, Kramor ist natürlich jetzt eine andere Sache. Steinhagel haben wir, glaube ich, nicht mehr. Haben wir noch Steinhagel? Ich weiß es gerade nicht. Oh Gott, wir haben gar nichts, was gut ist. Dann macht Käfergebrumm. Wird wahrscheinlich am wenigsten Schaden machen davon, aber wow, gar nichts. Okay, Lichtschild. Dann können wir gleich unser Wauso ein bisschen heilen. Beute. Düdüdüdüd. Toptrank. Auf Wuso Dringsibums. Dessen Namen ich nicht kann. Schutzflug. Oh, das könnte ihn gleich wehtun. Okay. Nee, Beute wollte ich nicht. Kampf mit. Dann machen wir Überschallknall. Komm. Dann knallt es hier. Gigantisch. Nicht sehr effektiv. Okay. Macht nichts, er verletzt sich nochmal. Libella, du bist immer noch mein Lieblings-Pokémon. I love you so much. Das Problem ist, ich kann nicht mal sagen, wieso Libella mein Lieblings-Pokémon ist. Weiß nicht, irgendwie hat es was. Ich find's irgendwie cool. So. Dann mach mal hier Nahkampf, würde ich sagen. Bam, weg mit dir. Ah, Verteidigung sinkt ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Weiterkämpfen. Das ist jetzt sein letztes, ne? Jetzt packe ich mein stärkstes Attacken aus. Hoffentlich wird ich das aus der Bahn bringen. Okay, er hat das gleiche. Okay. Ach, das ist sein letztes Pokémon. Okay, dann werden wir natürlich hier Zeuge sein von einer Gigadynamaxierung. Glaube ich zumindest. Bin mich. Ah, doch. Ja. Bah. Na, was sagst du dazu? Machst du auch was? Aha. Es ist soweit. Zerschmetter in den Gegner mit deinen gigantischen Fäusten. Komm zurück. Oh, er hat den also in den Hyperball. Okay. Er hat das andere. Okay, cool. Er hat den Angriffstyp, glaube ich. Also das Wasserviech. Deiner Düse.
super, mehr als die Hälfte ist gut. So, haha. Deiner Faust. Ich muss sagen, das Unlicht sieht doch cool aus. Das Rot gefällt mir mehr als das Blau. Tatsächlich. Und nochmal. Aber Wasser ist einfach cooler. Das stimmt dann tatsächlich schon. So, ich finde es immer lustig, wie es dann so explodiert. Sieht komisch aus. Super, gut gemacht, Leute. So, kriege ich wieder 18.000 oder mehr diesmal? Hahaha. Stärke kommt und geht, sie kann einen jederzeit aus den Fingern gleiten. Aber die Stärke, mit der du mich besiegt hast, ist einfach unerschütterlich. Lass mich dir aus tiefstem Dank gratulieren. Oh, 30.000, nice. Yeah, Scampisto entwickelt sich. Das war auch nervig, dieses Viech zu kriegen. Aus der 5. Gen, glaube ich. Oder aus der 6. Ach. Das war echt nervig. Und Krakelo entwickelt sich zu Kravumsi. Tada, Kravums. Eins nutzen die Menschen das Gebrüll von Kravums zur Kommunikation zwischen weit voneinander entfernten Dörfern. Das kann ich mir gut vorstellen. Knirscher. Wollen wir Knirscher erlernen? Wenn es Biss hat, dann ja. Ja. 1, 2 und schwupp. Kavums hat Biss vergessen und Knirscher erlernt. Wuhahaha, obwohl ich ernst gemacht habe, musste ich eine Niederlage einfahren. Die Schülerin übertrifft den Meister und erfüllt ihn mit Stolz. Hier, diese Liga-Karte hast du dir redlich verdient. Noch eine, wow. Du erhältst eine seltene Liga-Karte von Maastricht. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album. Sieht so aus, als müsste ich mit meinem eigenen Training nochmal bei Null anfangen. Haha. Liebling, kann das sein? Du hast wirklich verloren? Ihr seid alle hier? Meine Güte, jedes Mal, wenn ich dich in dieser Aufmachung sehe und du ernst machst, verliebe ich mich aufs Neue in dich. Oh, und Lynn, was für eine fantastische Leistung. Zur Feier des Tages gibt es heute deiner Suppe. Ich wusste es, du bist kein stinknormaler Neuling. Willst du meine Meisterin sein? Ich bin kein bisschen überrascht. Ich wusste, dass du gewinnen würdest, Lynn. Und du hast auch alles gegeben, Wula, so. Wula. Lynn. Also ich sollte dir wohl gratulieren. Mach ich aber nicht. So weit kommt's noch. Haha, dass ich dich in den Himmel lobe. Ha. Aber es tat gut, dich gewinnen zu sehen. Das muss ich zugeben. Schließlich hätte ich dich niemals besiegen können, wenn sogar der Meister ernst macht und nicht gegen dich ankommt. Aber beim nächsten Mal, dann wird es ein ehrlicher Kampf und ich werde nicht verlieren, klar? Ach ja? Ach, du hast echt einen miesen Charakter. Du bist fast so schlimm wie ich. Oh, du bist ja deiner Charakterschwäche also bewusst, Sephora. Damit ist deine letzte Prüfung hier im Master Dojo abgeschlossen. Ah, Meister, jetzt seid ihr wieder der Alte. Lynn, schau doch hin und wieder mal vorbei, um erneut gegen mich zu kämpfen. So rosten wir beide nicht ein, sondern werden stetig stärker. Außerdem sind wir so besser für das gerüstet, was uns noch bevorsteht. Hä? Irgendwann wirst du verstehen, was ich damit meine, hehe. Du darfst gespannt sein. Ist das eine Anspielung auf das nächste DLC? Aber jetzt lass uns erstmal alle zurück zum Dojo schlendern. Jawohl, ja. Weiß ich nicht. Wieso in dem Himmel? Ist das echt eine Ankündigung? Also, ne? Dass er dann auch wieder dabei ist bei der nächsten Dings. Das steht auf jeden Fall jetzt unten rechts Ende. Aber ich weiß nur, dass noch was bei der Liga Neues ist. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du den Meister besiegen könntest, wenn er ernsthaft ernst macht. Dann bist du jetzt vielleicht in der Lage, das allerhärteste Training des Dojos zu absolvieren. Das Focus-Sparring. Sag Bescheid, wenn du mutig genug bist, dich daran zu versuchen. Okay. Das können wir vielleicht einen anderen Mal machen.
Ach übrigens, als ich in der Rüstungszene angekommen bin, habe ich einen der Arena-Leiter aus Galar am Bahnhof getroffen. Vielleicht kreuzen sich eure Wege ja noch. Oh. Okay. Das ist gut zu wissen. Dann würde ich sagen, da gehen wir jetzt als erstes hin. Zum Bahnhof. Was macht da ein Arena-Leiter? Okay, wir können ja mal raten, welcher Arena-Leiter. Vielleicht Betis? Betis könnte ich mir gut vorstellen, dass der jetzt da ist. Oder... Wer denn sonst? An Betis erinnere ich mich noch. An den restlichen eher weniger. Ah, diesen Punker. Oh, ich glaube aber eigentlich Betis. Oh, ich erinnere mich nur noch an die zwei Leute, es tut mir leid. Und diesen Feuertypen. Ich bin ein berühmter Modedesigner. Kommst du aus Galar? Ich bin zum ersten Mal in der Region und etwas überrascht, wie wenig Menschen man hier trifft. Das ist die Rüstungsinsel. Was? Bin ich etwa an der falschen Station ausgestiegen? Danke, dass du mich darüber in Kenntnis gesetzt hast. Ich habe gehört, dass der Champ Delion in Galar extrem beliebt sein soll. Ich dachte, ich könnte im Licht seiner Popularität baden und ein wenig Profit daraus schlagen. Aber jetzt habe ich nicht mal mehr genug Geld, um Galas Festland zu erreichen. Wenn dir noch jemand das unfassbar süße Outfit kaufen würde, das ich entworfen habe, ich würde es sogar für nur 3000 verkaufen, dann könnte ich wenigstens einen Tag... Ich kaufe es dir ab. Wirklich? Oh, danke. Dann ist das hier für dich. Sein WFP, okay. Okay. Tschüss, adieu. Adieu. So, möchtest du Rüstungs... Du mir dann... Ja? Sehr schön, lass mich mal... Ah. Okay. Oh, okay. Wow, super. Was machst du hier? Hi, Champ, willst du was kaufen? Also der Modetyp, der wusste nicht, dass ich der Champ bin. Okay, hier scheint wohl gerade keiner zu sein. Können wir mal kurz auf die Karte gucken. Okay, also hier wird dann wahrscheinlich irgendwo nochmal jemand sein. Aber ich beende jetzt den Part erstmal. Denn 52 Minuten, Leute, wir müssen auch speichern. So. Obwohl, warte, wir können auch noch eben das neue Outfit suchen. Ne? Dingsen. Das neue Outfit, was wir gerade bekommen haben. Anschauen. Gibt es hier oben auch einen Salon? Boutique, ja, Boutique gibt es ja auch. Okay, cool, dann gehen wir dahin. Dann gehen wir dahin noch eben. So, Friseursalon. Warst du das? Nee, ne? Hier hinten irgendwo. Was war's? Ah, da links war's. Ah, hier war Essie, Essie. Und hier war Shoppy, Shoppy. So. Guten Tag. Achso, nee, ich wollte... Nee, lass mich mal. Ja, beenden. Ich will mich mal eben umziehen. So, Sportoberteil ist neu, okay. Ah, ich sehe das nicht wegen der Jacke. Können wir mal eben die Jacke hier ausziehen. Ablegen. Dankeschön. Okay, jetzt können wir hier gucken. So, Pikachu, Evoli. Dann so ein Ranka. Oh Gott. Aha. Aber wie viel wir hier neu haben. Oh, sportliches Oberteil. Bequem, bequem, bequem. Ich glaube, das ist alles, was ich gekauft habe, oder? Quapsel? Ah, Quapsel-Shirt, das ist cool. Seeigel, ja. So, das hier ist wahrscheinlich wieder ein bisschen uninteressant. Hier haben wir jetzt neue. Oh, das sieht auch cool aus. Dojo-Shirt und T-Shirt. Kann man da näher reinzoomen? Okay. Geist. Achso, die habe ich alle gekauft. Stimmt. Ist hier unten noch was Neues?
Ja, Strickjacken, okay. Motorradjacke, ja. Hab ich auch gekauft, das stimmt. Oh, wow, alter Schwede, ey. Wir werden hier echt noch zum Star, Leute. Sag's euch. Boah, haben wir hier viel, ey. Minirock. Leder Minirock. Und Dojo. Okay. Lass mal das rote. Ah, guck mal, man kann auch so. Oh, warte. Ich will die Schrumpfhose natürlich sehen. Können wir das ablegen? Nee. So. Na, hier haben wir nichts. Was haben wir hier? Creepers, okay. Rucksack mit Mieten. Das sieht auch cool aus. Gelb und schwarz. Okay. Okay, okay, Leute. Dann würde ich sagen. Ah, ja, ja, ja. Oh ne, jetzt habe ich die Liga-Karte aktualisiert. Ach, das wollte ich nicht. Oh, kacke, jetzt meine Liga-Karte aktualisiert, ne? Sieht ja scheiße aus. Okay. Okay, Leute, das war's jetzt aber wirklich. Ich habe gerade vergessen, dass ich aufnehme. Wir sehen uns dann morgen wieder. Wir gucken uns morgen mal eben die Liga hier an. Die war, glaube ich, hier. Ich weiß es nicht. War die hier? Irgendwo wird die schon sein. Und ja, bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.